Heute möchte ich euch etwas zeigen. Kommt einmal mit, wir gehen draußen auf die Terrasse an die Rampe. Ich habe für euch ein Schaf gemalt. Vielleicht findet ihr es. Und vielleicht könnt ihr auch ein schöneres Schaf malen als ich, wenn ihr es probiert. Seht ihr das Schaf? Dann müsst ihr noch etwas dichter rangehen. Seht ihr es jetzt? Vielleicht noch dichter. Seht ihr es jetzt? Na gut, ganz dicht ran. Jetzt seht ihr es aber. Da ist das Schaf. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne vom Aufgang der Sonne sei gelobet der Name des Herrn. Sei gelobet der Name des Herrn. Sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne sei gelobet der Name des Niedergang. Sei gelobet der Name des Herrn. Jesus erzählt uns eine Geschichte. Er erzählt uns von einem Mann, der hatte sehr viele Schafe. Und er zählte sie und stellte fest, da fehlt ein Schaf. Dann hat er seine 99 Schafe allein gelassen und ist losgegangen, das eine Schaf zu suchen, das ihm fehlt. Und er suchte überall, hinter den Zäunen, hinter den Bäumen. Und dann endlich fand er das kleine Schaf, das verloren war. Er ging hin und hob es hoch und umarmte es und freute sich. Und dann trug er es zurück und rief ganz laut: Liebe Leute, mein Schaf ist wieder da. Ich bin so froh, dass mein Schaf wieder da ist. Jesus erzählt uns diese Geschichte und er sagt: Ich bin wie dieser gute Hirte für euch. Ich suche euch. Ich möchte euch gern finden. Ich möchte euch gern zusammenhalten, denn ich mache mir Sorgen um euch Menschen. Ein ganz bekanntes Gebet, das wir im Gottesdienst immer wieder sprechen, heißt: Der Herr ist mein Hirte. Ihr könnt es euch ja von euren Eltern einmal vorlesen oder vorsagen lassen. Der Herr ist mein Hirte, in diesem Psalm wird beschrieben, wie Gott sich um uns Menschen kümmert. Dass Gott uns etwas zu essen gibt, dass Gott uns Wasser gibt, dass er uns begleitet und dass er uns beschützt vor bösen Tieren und vor allem, was uns Angst macht. Und dass er sogar durch ganz dunkle Wege mit uns geht. Gott ist immer bei uns. Jetzt werden manche von euch vielleicht fragen, wenn Gott immer da ist, ist er dann auch bei uns, wenn wir ganz weit wegfahren, um die Oma zu besuchen? Ja, Gott ist bei euch, auch wenn ihr ganz weit wegfahrt. Und ist Gott bei uns, wenn wir uns im Kleiderschrank verstecken? Ja, auch dort ist Gott bei uns. Und ist Gott bei uns, auch wenn wir einmal tot sind? Ja, auch dann ist Gott bei uns. Er kennt uns, er ruft uns mit Namen, er behütet uns und hat uns versprochen, dass er uns niemals allein lässt. Er ist der gute Hirte, der immer für uns da ist, jeden Tag und jede Nacht. Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unseren Menschenstraßen. Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Blühende Bäume haben wir gesehen, wo niemand
man sie vermutet. Sklaven, die durch das Wasser gehen, das die Herren überflutet. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten wie stumme Sprachen. Durch tote Fensterhöhlen kam der Glanz, Strahlen, die die Nacht durchbrachen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auf unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Jetzt ist das Schaf schon wieder verschwunden. Wo findet ihr es? Seht ganz genau hin. Noch ein bisschen dichter. Ja, da ist es. Wenn wir nun schon hier in der Kirche sind, dann können wir hier auch gleich miteinander beten. Gott, du bist wie ein Hirte zu uns. Du sorgst dich um uns, du schenkst uns, was wir zum Leben brauchen, Essen und Trinken, Menschen, die bei uns sind. Wir danken dir dafür. Wir bitten dich, sei du bei allen Menschen. Sei bei denen, die Angst haben, und schenke ihnen Mut. Sei bei denen, die Hunger haben, und schenke ihnen etwas zu essen. Sei bei denen, die krank sind, und mach sie wieder gesund. Und sei bei allen, die wir lieb haben, die uns wichtig sind. Gemeinsam sprechen wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen.